Das war ein Kopf geschossen und begrüße euch zu einem neuen Video und zu einem neuen Rennen oder zu einem neuen Training. Das erste, was ihr seht, das erste Training ist mir ja kaputt gegangen. Ich nehme so ein bisschen Form raus aus, weil ich ja ein bisschen cutten muss nur und mir fällt auf, dass ich keinen Ton habe. Genau, machen wir mal so 20, sollte passen. Sollte hoffentlich jetzt passen. Genau, am 22. müsste das rauskommen. Nächste Woche Freitag ist das Ganze. Ich nehme das Ganze eine Woche vorher auf. Und das wird so eine harte Strecke auch für mich für eine Quali-Runde, weil ich einfach die erste Schikane ja. Die zweite Schikane, nein, die kürzt sich gefühlt immer ab. Das erste Rennen lief eigentlich ganz gut, gab zwar keine Punkte, aber ist jetzt nicht der Weltuntergang, weil von 24 auf 12 zu fahren ist schon ist nicht schlecht, finde ich so. Echt schauen, dass ich hier nicht cutte, weil... Oh Gott, ey. Ja. Und dahin gedreht. Es gibt eigentlich nur zwei unterschiedliche Autos hier. Die sieht man einmal so bei mir. Seht ihr so ein Lufteinlass auf dem Dach. Bei den bei den anderen hier, also zum Beispiel das so eins, was vor uns für mir fährt, die haben das nicht, also das, was ich gerade weggehauen habe. Das sind so die einzigen Unterschiede, die es an Autos gibt. Die zwei Autos gibt es hier. Und anderen, wenn ich mehr Klasse heißen auch gleich bis auf die Zahl. Ich glaube R51 und R52 heißen die. Ich will mich aber jetzt nicht festlegen. Jetzt schauen wir erstmal. Lass mal eine gute Runde hier hin machen. Hier 17 Sekunden. Oh Gott. 17 Sekunden ist in Ordnung. Nicht drehen. Fuck. Wie war bis jetzt eigentlich so? Erster Sektor war ich ganz gut. Aber dann habe ich es jetzt weggeschmissen gerade. So, schauen wir mal, dass wir eine neue Runde starten können. Okay, bremsen den dritten runter und dann mit Vollgas hier rein. Ja, so knapp wie möglich an den Wänden vorbei und auch in der Linie bremsen. Müsste so das Beste sein. Hier nicht aufpassen, dass man nicht zu eng fährt. Ich glaube, das wäre zu eng gewesen für eine Runde, dass die zählt. Hier raus bleiben, rein bremsen oder Eingang runter reicht. Ja. Hier bleiben wir im dritten und da wieder voll raus. Und im zweiten, der. Wegschmeißen so, oder? Hier muss man auch so aufpassen, dass man nicht zu weit über den Körper kommt, sonst zählt die Runde dann nicht. Und dann ist 1,44 ist das Ziel. Okay, langsamer. Zehntel. Ich
Nein, es ist über eine Sekunde, bin ich langsamer jetzt gewesen. Im zweiten Sektor, wow. Und dann schmeiße ich sie weg. Boah, das ist eine harte Stelle da. Da muss man richtig aufpassen mit dem Körper, dass man den nicht zu eng nimmt. Ja. Da schmeißt man es komplett weg. Aber ich habe eine echt gute Position hier. Hier ist kein anderes Auto, also kann ich in Ruhe meine Runden fahren. Die Strecke kennenlernen und schauen, dass ich... Oh Gott, nicht ganz so schlecht fahre. Und dann probieren wir es jetzt nochmal. Es ist halt im Gegensatz zu Portimao, mit dem wir vor uns hatten. Viel langsamere Strecke, also aber kürzer, aber langsamer vom Speed her. Boah, wieder so viel langsamer gewesen. Oh. Das wird nicht abgekürzt, okay. Und wieder aufs Gas. Mann. Vielleicht ist es so schneller, wenn ich die perfekt kriege. So müsste schneller sein, denke ich mal. Oh Gott, nee, das wäre zu weit raus. Also da muss ich noch stärker abbremsen und noch weniger Geschwindigkeit runterkommen. Und das ist auch zu weit raus gewesen wieder. Es ist keine einfache Strecke. Und jetzt probieren wir mal nochmal unser Glück. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Sektor 1. Das war doch jetzt echt kein Abkürzen. Aber egal. Oh, komm, bleib bei mir. Oh, weg ist er. Ich schau mir mal an, wie die fahren. So. So. Oh, ich sollte die vielleicht vorbeilassen. Jetzt mal meinem Teamkollegen her. Ich versuche genauso zu fahren wie er. Vielleicht kriege ich ja dann was hin. Alter, von dir der engeren Curb. Das sollte aber nicht abgekürzt sein. Das glaube ich nicht. Okay, schauen wir mal. Schikane bin ich viel schneller. Die erste. Nicht abdrängeln. Okay, da bremse ich aber viel später scheinbar.
das ist gut so gewesen, dann konnte ich auch schon nochmal es überholen auf der Strecke üben. Bleib bei mir. Ach Mann. Also an der Mauer, da fahre ich schon ordentlich knapp vorbei. Oh fuck. Das war gar nicht gut. Erst auf eine Runde und schauen wir mal, dass ich von der Ideallinie runterkomme. Die ganze blaue Flagge, aber der kommt ja nicht mal an mich ran. Also wie soll ich den dann vorbeilassen? Okay, das war besser. Ja, ich bin zumindest auch wieder bei 17 jetzt. Und das war viel zu spät gebremst, aber es passt noch, glaube ich, hoffe ich. Also für die Kurve hat es gepasst, aber für die Zeit ist die Frage. Das ist so die Hauptfrage. Bei Sektor 2 scheint die KI viel schneller zu sein, wie man sieht. Der ist nah rangekommen wieder. Bleib bei mir. Oh, wieder an derselben Stelle verloren. Ach Mann, ey. Würde ich das Auto nicht immer wegschmeißen, dann hätte ich hier auf jeden Fall Runden. Aber die Kurve schmeiße ich immer weg. Das könnte ein lustiges Qualifying werden. Ich war gerade. Also eine Runde will ich auf jeden Fall noch schaffen, die gezeitet wird. Bleib. Und wieder weg. Vielleicht diese Kurve könnte auch gut sein zum Holen. Ja, die ist eh klar. Den Körper besser erwischen und dann war es das ja sowieso. Und dem habe ich, glaube ich, gerade die Runde komplett versaut am Ende. Jetzt. Dann probieren wir jetzt nochmal. Letzter Versuch, glaube ich. Der muss jetzt sitzen. Okay, so gut. Ich glaube, da lasse ich Zeit. Ah ne, wieder langsam. Oh doch, hat man. Ja, am dritten kommt man hier locker durch. Und los. Wieder voll aufs Gas raus. Okay, hier kann man scheinbar viel später bremsen, wie wir gerade gesehen haben. Huch, kommt der denn her? Alter, ich habe einfach 3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das ist echt krass. Ich habe halt auch verdammt Traffic jetzt. Also keine gute Position. Vielleicht schaffe ich noch eine, wenn ich mich beeile. Bleib bei mir bitte. Danke. Sollte ich noch schaffen. Vielleicht dann auch mit weniger Verkehr. Ich habe echt Angst, da zu weit rauszukommen irgendwie. Oh Gott, das wird fucking close. Ne, keine mehr geworden.
Wo ist man gelandet? Mit unserer Zeit. 1,39 sind die Beste, Alter. 21. mit 1,44,0. Okay. Kann man mit leben, glaube ich. Ist jetzt nicht schlecht. Ich hoffe bloß, das Qualifying wird besser und wir werden nicht letzter. Das und da haben wir nur ein Drittel der Zeit. Also es wird ein spannendes Qualifying für mich. Also wir sehen uns dann morgen, für euch am Samstag dann, beim Qualifying. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.